Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, heute sind wir hier versammelt, weil wir an eine bessere Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks glauben. Wir alle schätzen die Bedeutung eines unabhängigen und qualitativ hochwertigen Journalismus und wir sehen das Potenzial, das in unseren öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten steckt. Doch um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, brauchen wir neue Ideen und innovative Ansätze. Artikel 5 des Grundgesetzes, Satz 1, garantiert uns die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Medien. Er lautet, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Dieser Artikel ist das Herzstück unserer Demokratie. Er sichert uns das Recht, informiert zu werden und unsere Meinungen frei zu äußern. Doch wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass die aktuellen Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diesen hohen Anspruch oft nicht gerecht werden. Die Rundfunkbeiträge, die wir alle zahlen, sollen genau diesem Ziel dienen, die freie Meinungsbildung und Information der Bürger zu fördern. Doch stattdessen sehen wir oft Programmgestaltungen, die nicht die Vielfalt und Tiefe bieten, die wir uns wünschen. Wir sehen eine mangelnde Einbeziehung der Zuschauer in die Programmgestaltung und eine Tendenz zur Oberflächlichkeit. Deswegen setzen wir uns heute ein für eine bessere Nutzung der Rundfunkbeiträge. Diese Mittel müssen gezielter für die Umsetzung des Artikels 5 Grundgesetz eingesetzt werden. Sie sollen dazu dienen, qualitativ hochwertigen, unabhängigen Journalismus zu fördern und die Meinungsvielfalt zu sichern. Zweitens, mehr Mitbestimmung der Zuschauer. Die Menschen, die die Rundfunkbeiträge zahlen, sollen auch ein Mitspracherecht bei der Programmgestaltung haben. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Inhalte tatsächlich den Interessen und Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen. Morgen. Eine Vision für die Zukunft, eine öffentlich-rechtliche Medienplattform. Ich möchte heute eine Vision mit Ihnen teilen, die ich für äußerst vielversprechend halte. Es geht um die Idee einer neuen öffentlich-rechtlichen Medienplattform. Diese Plattform könnte Vielfalt und Tiefe bieten, eine breite Palette an Themen und Perspektiven, die über das hinausgeht, was wir derzeit im linearen Programm sehen. Interaktivität fördern. Die Zuschauer sollen die Möglichkeit haben, Inhalte zu bewerten, zu kommentieren und sogar eigene Beiträge einzustellen. Transparenz und Unabhängigkeit sichern. Eine klare Struktur, die sicherstellt, dass die Inhalte frei von wirtschaftlichen und politischen Einflüssen sind. Ein Rundfunkratsmitglied sagte mir vor zwei, eine solche Medienplattform ist ein dickes Brett, das sich jedoch zu bohren lohnt. Und ich bin überzeugt, dass diese Vision nicht nur lohnenswert, sondern auch realisierbar ist. Ich habe hier eine Grafik mitgebracht, die visualisiert, wie diese Plattform aussehen könnte. Sie zeigt, wie die Zuschauer in Ruhe zu Hause auf eine Vielzahl von Inhalten zugreifen können, die ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechen. Ich finde die Rede toll. Das ist die zweite KI, die mir diese Rede geschrieben hat, nach meinen Vorgaben. Und man sieht, man kann wirklich dieses Hilfsmittel für sich nutzen. Ich habe innerhalb von einer halben Stunde diese beiden Reden bekommen. Also ich kann ja nicht sagen, ich habe sie selber geschrieben, sondern ich habe immer nur Anmerkungen gemacht. Und wie gesagt, das ist schon die dritte Version von zwei KIs auf einmal. Das geht super. Ja, also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Damit sind die beiden KI-Reden zu Ende.